Hallo und herzlich willkommen im Selbsterkenntniskanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. Wir sind beim Krebs und seinen Schattenseiten. Was sind die Schattenseiten von Krebs? Nun, bei den Sonnenseiten habe ich bereits gesagt, dass es um die Fürsorge geht und um das, ja, dass es anderen Menschen gut gehen soll. Da tut der Krebs einiges dafür. Und auch um Emotionen. Jedoch wirkt der Krebs nicht auf den ersten Blick unbedingt als sehr gefühlvoll, sofern er seine harte Schale noch um sich hat. Weil der Krebs eben so sensibel ist auf emotionaler Ebene und alle Feinheiten wahrnimmt, hat er sich einen schönen Brustpanzer gebaut. Und wenn er diesen Brustpanzer richtig stabil aufrecht erhält, dann könnte man fast meinen, der fühlt hier gar nichts. Was ist da wirklich los? Oder er nimmt nicht wirklich Anteil. Der Krebs ist aber in der Lage, diesen Panzer nach und nach aufzulösen. Oder wenn er einem Menschen vertraut, dann öffnet sich auch die Tür und er kann jemanden besser reinlassen. Also, eine Schattenseite von Krebs ist eben dieser Panzer, weil er so sensibel ist, den er sich gebaut hat, und ansonsten natürlich auch Launenhaftigkeit. Das heißt, so wie der Mond zunimmt und wieder abnimmt, so ist es auch mit dem Krebs. Er kann sehr, sehr launenhaft sein. Und dann weiß man auch nicht immer, naja, wie ist die Stimmung heute? Wie ist man heute jetzt dran bei ihm? Oder kann ich was sagen? Oder sage ich es lieber nicht, weil dann kippt das Ganze gleich wieder. Also lieber Krebs, für dich wäre wichtig, eine gewisse innere Stabilität, einen gewissen inneren Gleichmut zu entwickeln, damit du diese Wellen, die kommen, damit du besser mit ihnen umgehen kannst. Wenn du jetzt wissen willst, ob der Krebs in deinem Horoskop eine dominante Rolle spielt, dann klick bitte unterhalb dieses Videos auf den Link. Du wirst auf eine Seite weitergeleitet, wo du mir deine Geburtsdaten mitteilst und ich lasse dich gratis wissen, ja, ob der Krebs bei dir dominant ist. Hier geht es nicht nur um das Sternzeichen, so wie wir es hier im Westen kennen, was letztlich bedeutet, dass deine Sonne im Krebs stand zum Zeitpunkt deiner Geburt. Denn die ist gar nicht so wichtig in der indischen Astrologie. Viel wichtiger ist dein wahres inneres Wesen, das wird durch den Mond dargestellt, und dein Aszendent, der deinen Lebensweg anzeigt und beschreibt. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Aszendent im Krebs ist, oh ja, dann spielt der Krebs eine sehr, sehr wichtige Rolle bei dir. Oder wenn dein Mond sich darin befindet. Natürlich, wenn mehrere Planeten in einem Sternzeichen zu finden sind, dann ist es auch sehr dominant angelegt und zu sehen in deinem Leben. Um das zu erfahren, welche Rolle der Krebs bei dir spielt, klick bitte unterhalb dieses Videos auf den Link.